Guten Morgen an diesem Sonntagmorgen. Ich weiß gar nicht, was haben wir, den 13., 14., aber auch egal, jedenfalls Sonntagmorgen. Und ich bin wieder raus, habe gestern Abend mir auf der App Viewfinder mal rausgesucht, beziehungsweise bekam auch eine Meldung, dass es heute Morgen ein sogenanntes Wetterphänomen gibt, und zwar die Morgenröte. Das habe ich ja letzte Woche schon probiert. Das hat letzte Woche ja irgendwie nicht geklappt, weil es halt einfach zu bewölkt war. Also heute ist es auch nicht viel unbewölkter, aber es sollen ja auch so ein bisschen Wolken da sein. Und ich drehe mich jetzt mal mit euch, und dahinter mir könnt ihr erkennen, dass sich da was entwickelt. Der Sonnenaufgang, oder wann man das optimal sehen kann, ist laut App auf 8.34 Uhr gestellt, beziehungsweise gesetzt. Ja, und das ist der Plan heute. Ich habe mir hier in der Nähe von Antweiler, also auch gar nicht weit weg von mir, ein Plätzchen gesucht, wo ich mal versuchen werde, jetzt hier mein Stativ aufzubauen und dann in diese Richtung, Richtung fotografieren will, um ja eine vernünftige Himmelsröte einzufangen. Also, let's go. Aufbauen und warten, ob es funktioniert. Und ihr könnt wieder gern dabei sein. Ciao. So, ich habe jetzt mein Set aufgebaut, aber wie ihr seht, scheine ich heute schon wieder Pech zu haben. Es ziehen schon wieder Wolken vor die Sonne. Es war noch ein bisschen was zu sehen, aber man soll die Hoffnung ja niemals aufgeben. Vielleicht habe ich ja Glück, dass nochmal das ein bisschen aufreißt. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, was ich jetzt hier gemacht habe. Und zwar habe ich jetzt hier mein Stativ, da oben drauf die Kamera, habe mein 24-70 Objektiv drauf, habe jetzt vorne schon den Polfilter drauf gemacht, um halt noch ein bisschen von den Kontrasten rauszukitzeln. Und ja, dann mache ich die Kamera mal an. Ich habe also jetzt hier vorbereitet, mal sehen, ob der Fokus so hinhaut. Habe jetzt geguckt, dass ich wieder hier auf einer optimalen Belichtung bin, so wie die Kamera mir das sagt, also bei 0. Und das habe ich erreicht, indem ich ISO 50 genommen habe. Also ich will so gut wie gar kein Rauschen haben. Eine Blende 11. Und die Kamera sagt mir jetzt, 2 Sekunden wird ausgelöst bei den Einstellungen. Dann sieht man hier, habe ich 2 Sekunden Vorauswahl. Also wenn ich auslöse, dass das nicht verwackelt, sondern 2 Sekunden dauert, bis das Bild gemacht wird. Ich habe manuell fokussiert. Und zwar bin ich hier reingezoomt und habe dann halt mit dem Focus Peaking, man sieht da so vielleicht, ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann, so leichte rote Punkte. So, da ist jetzt die Schärfe. Also mir war es jetzt wichtig, halt hier möglichst weit da hinten am Horizont, wo die Sonne eventuell über den Berg kommt, das halt da scharf zu stellen. Ja, und so sieht das jetzt aus. Ich habe auch noch geschaut, dass ich hier, wo ich die Kamera stehen habe, hier sind so 2 Streifen vom Traktor, der hier wo über das Feld gefahren ist, und der zeigt dann so eine Art führende Linie bis dahin, wo die Sonne aufgehen wird oder soll. Es wird immer schlechter mit meinem Vorhaben, aber egal. Und das habe ich noch so genutzt, um halt das Bild so ein bisschen oder die Lichtführung da und die Setzung da so ein bisschen hinzuführen. Und ich löse jetzt einfach mal aus. Also wie gesagt, ausgelöst, 2 Sekunden. Zack, hat er das erste Bild gemacht. Jetzt werde ich mal die Kamera umstellen und nehme euch gleich nochmal mit. Oh, ein kleines Update. Wir haben jetzt eigentlich die Zeit, wo die optimalen Bedingungen stattfinden sollten. Ja, es sieht auch schon etwas besser aus. Ich habe jetzt auch meinen Standort etwas verändert, beziehungsweise meine Kamera etwas neu ausgerichtet. Und zwar seht ihr hier in dieser Richtung jetzt
die Hauptrötung, die kommen wird. Da ist noch mal so ein Cluster, wo sie wahrscheinlich gleich richtig aufgehen wird. Und ja, warte einfach noch mal ab. Habe also jetzt hier nur auf eine Blende unterbelichtet. Zack, jetzt ist die Kamera ausgegangen. Und ja, ich warte noch einen Moment. Vielleicht ergibt sich dann doch noch ein ganz schönes Motiv, beziehungsweise eine schöne Lichtstimmung. Ja, mehr kann man nicht machen. Das ist halt so beim Wetterfotografie, dass man da halt auch viel Geduld haben muss. Aber ich bin noch hoffnungsvoll, dass ich noch einen guten Shot hinkriege.